Also oben ist genug Platz bei dieser Türmauer, dass du den Brief rausreichen kannst, Rutherford. Ja, mache ich, Und ja. Jakobus schaut dich irgendwie so kurz so ein bisschen verwirrt nochmal auf diese Mauer, steckt den Brief ein und würde sich wieder zurückziehen, woraufhin Bock auf die Mauer springt und beginnt, sie wieder hochzumauern. Soll ich dir helfen, Bock, oder? Mach mal Ich fange an. Charisma. Ja, okay, ja. Oder besser, mach mal Athletik, wie gut du hilfst. Okay. Ja. Das ist die beste Mauer deines Ja, wir Lebens. bauen eine ganze Burg in der Nacht. Oberkörperfrei. Rutherford kraut euch ein. Wir müssen morgen Naja, da ihr auch seht, wieder hier raus, Rutherford ne? so, ne, die Robe so um die Hüften geschlungen und so sein Oberkörper, so das Sixpack ist so, glänzt so schweißig, während ihr so große Felsbrocken unter beiden Armen trägt. Wusstet ihr, dass er unter der Robe so aussieht? Ja, die Tarotkarten müssen Kilos wiegen. Er ist so voller Leben. Ich habe auch einen tollen Charakter übrigens. Daher. Okay, also ihr seid wieder eingemauert. Sehr gut. Das war gute Arbeit, Bock. Muss ich dir lassen. Kannst ganz schön anpacken. Bocks Aufgabe. Alle Gemacht. beschützen. Macht Bock. Macht Bock. Okay. Gut. Die Zeit vergeht. Und ihr wollt dann wahrscheinlich zum entsprechenden Zeitpunkt die Höhle von Rhea aufsuchen, ja? Ja. Ja, die erste Frage ist, wie kommt ihr aus dem Haus raus? Es war ja so gut gebaut. Wir haben natürlich Eine bedacht. Tür eingebaut. Ja, also das tragende Steine quasi drumherum gemauert, dass Eine wir dann ein paar Sollbruchstelle. Steine rausnehmen können und es wie so ein Türrahmen ist im Grunde. Ja, okay. Das Ist gut. Man weiß nicht genau wie, aber Rutherford hat es geschafft, aus Natursteinen eine Tür zu bauen, die man öffnen kann. Nein, also es braucht ein bisschen, ihr müsst ein Loch schaffen, das wieder schließen danach und dann seid ihr auf dem freien Weg hinaus. Ich würde das Loch nicht mit Steinen schließen, sondern mit Wurzeln. Okay. Gut, dann würde ich sagen, seid ihr draußen, du hast das Tor mit den Wurzeln verschlossen. Bock ist drinnen und ihr hört, dass er drin irgendwie Dinge tut, aber ihr wisst nicht genau was. Ich habe ein bisschen Und Lavendel da gelassen. Hast selbst jetzt doch wenn wieder ihr. welchen? Du bist ja gemein, hast ihn vorher Ja, selber gegeben. ich brauche immer eine Weile, bis ich neue Kräuter entwickeln kann, so wachsen lassen kann. So. Und Okay, deswegen habe ich jetzt wieder ganz welche. gut. Was für mich hier? Der ist hier halt immer direkt leer und jetzt war er mal ein bisschen abgelenkt. Okay, und dann seid ihr wieder in den Höhlen unterwegs. Seid ihr verkleidet? Wie seht ihr aus? Was ist euer Plan? Naja, Rutherford erkennt man ja ohne seinen Hut nicht. Ist ja wie Ja. bei manch anderen Comichelden. Könnte Und jeder. Wenn er die Brille noch auszieht, dann. Ja, ist quasi der Brilleneffekt mit dem Hut so. Ist es Rutherford? Ist es jemand anders? Man weiß es Ist es nicht. Franigo? Man weiß es nicht. Ja, es gibt keinen Unterschied. Würfel doch mal Charisma, bitte, Rutherford. Ich will nur, dass Micke nach vorne gehen muss mit seinem Monitor. Ach ja, ich bin hier geworden, oder? Oh Gott. Ich sehe wirklich nicht mehr viel. Also stellt es euch einfach vor jetzt. Okay, also gut. Ich Und würde aber einen der Enya Mäntel hat. nehmen, oder? Die haben wir Ich noch. wollte gerade sagen, wir haben ja die Ja, ganzen Mäntel. genau. Aber Enya ist immer noch als Feuerhexe verkleidet, nicht wahr? Ja. Sehr gut. Ja, ihr macht euch auf und schleicht da entlang. Das ist ja ziemlich außerhalb, ne, die Höhle von der Rhea.
Und als ihr dort ankommt, sieht die absolut friedlich aus. Also da ist die Hütte, ne, dieser kleine Teich, diese Oase darum herum, das Leuchten der Pflanzen, alles so wie ihr es kennt. Von Rhea keine Spur. Und dann warten wir, oder? Wir sind ja auch in erster Linie gar nicht wegen Rhea hier, oder? Das stimmt. Ich würde mich ein bisschen in ihrem Garten umschauen und so ein bisschen looten, das Unkraut wegmachen und so gucken, ob es den Pflanzen gut geht, hier und da ein bisschen was ausbessern. Mach mal einen Bildungswurf. Imagine, du bist so eine alte Frau, die nichts als ihren Garten hat, und dann kommt so ein Joghurt und ist so, das Unkraut ist hier aber nicht ordentlich gerupft. Nö, ich will so nicht alles beschweren. Rausrupft und die alte Frau so, nein, mein Salbei. Also Salbei würde ich erkennen. Mich mit einer 7, naja. Aber okay, vielleicht nichts, aber irgendwas, was ich wirklich gar nicht kenne. Okay, also du arbeitest da ein bisschen in diesem Garten und schaust dir das an. Und irgendwann hörst du über dir so ein Ahem. Oh, hallo. Und als du dich hochsiehst, stellst du fest, dass ein Fenster in dieser Hütte aufsteht und Rhea guckt so aus dem Fenster. Hallo, Rhea. Ich freue mich. Das brauche ich noch. Oh, okay. Ich pflanze es wieder ein. Wollt ihr nicht reinkommen, einen Tee trinken? Voll gerne. Ja. Dafür sind wir ja sogar hier. Ich muss allerdings sagen, man hat mich vor euch gewarnt. Gewarnt? Gefährlichste Verbrecher. Und deswegen lädst du uns zum Tee ein, ne? Dann ist die Info also auch schon an dich rangekommen. Ja. Du kennst uns doch, du weißt doch, dass das nicht stimmt, oder? Ich glaube, sie zieht uns nur auf. Kommt rein. Ich habe schon Tee aufgesetzt. Geht ihr ins Haus? Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, der kann man vertrauen. Gruppenzwang, yay. Ja, ich gehe mit rein, aber ich glaube, es ist keine gute Idee. Wer Enya geht mit Bauchschmerzen, die bockwürdig wären, in die Hütte. Mhm. Und als sie reinkommt, sieht sie, gibt es einen, das ist alles relativ klein, es gibt so einen kleinen Tisch. Und an diesem kleinen Tisch daneben ist so ein Kamin und da ist Tee aufgesetzt. Auf dem Tisch stehen zwei Teetassen dampfend und hinter der einen Teetasse sitzt Luisa Craig. Es hat funktioniert. Wie gut, dass die Nachricht angekommen ist. Ich musste sehr überlegen, was damit gemeint ist. Aber es tut mir so leid, dass ich euch in diese Angelegenheit hineingezogen habe. Die Frage aber ist was ist eigentlich genau passiert? Ein geschätzter Kollege vom Runenzirkel hat gesagt, dass ihr in dem Labor illegale Dinge getan hättet. Und bitte? Dass ihr Teil dieses Labors seid, dass es euer Labor ist, etwas in der Richtung. Das ist absolute Verleumdung. Nun, Sie haben mich dazu überredet, Kartenleser, euch festsetzen zu müssen. Es hieß, dass ihr Schattenleser angegriffen habt und verletzt habt. Ich schaue verurteilend. Mit magischen Tinkturen und Pulvern. Wir wollten nur. Und eurem seltsamen Wesen. Aber das war doch vorher schon. Also sie wollten uns doch festnehmen, bevor wir das gemacht haben.
Wir wollten uns vorher schon festnehmen. Wir haben uns nur verteidigt und wollten fliehen. Und das ist, was sie dem Rat gesagt haben. Dem Rat haben sie gesagt, dass ihr sie angegriffen habt. Nee, das guck uns an, als würden wir jemanden aktiv angreifen. Also das ist doch... Niemals. Es ist verboten, seine Zirkelzugehörigkeit. Yes, ich glaube, sie weiß gar nicht, wer du bist. Du musst den Hut wieder aufsetzen, Rutherford, sagt Rowan. Ich bin's. Ruthie. Nun, das ist, was sie gesagt haben. Ich kann euch nur sagen, was sie uns gesagt haben, was sie mir gesagt haben. Ja. Warum konnten wir dich nicht kontaktieren? Der Stein, den du uns gegeben hast, funktionierte nicht mehr. Wir haben uns große Sorgen um dich gemacht. Er ist an die Schattenleser gegangen. Warum? Ich dachte, ihr wärt vielleicht gefährlich, vielleicht der dunklen Seuche verfallen, infiziert, ich weiß es nicht. Wir sind nichts von alledem. Du hast uns doch dahin geschickt. Ja und? Kann trotzdem sein, dass ihr vor Ort krank geworden seid oder dass ihr mich angelogen habt, dass ihr andere Motive habt. Also du gibst uns den Stein, damit wir mit dir kommunizieren können. Kurz danach kommt dir der Gedanke, nachdem wir losgelaufen sind, dass wir gefährlich sein könnten oder uns anstecken könnten. Und Nein. Ich schicke euch los. Kurz danach kommen Schattenleser zu mir und sagen, dass ihr sie angegriffen habt. Und du hast ihnen eher geglaubt als uns. Ja. Waren es Schattenleser aus dem Rundzirkel? Ja. Ein junges Pärchen, Matthias und ich glaube, sie heißt Marjorie. Wir haben einen schlimmen Verdacht und ich traue mich gar nicht, ihn auszusprechen. Rutherford? Wir glauben, dass McEwen hinter all dem steckt. Kein Problem. Ich spreche das gerne aus. Oh, das ist eine große Anschuldigung, die er erhebt gegen einen sehr mächtigen Mann. Ein Mann, der uns ausschalten lassen möchte. Nun, jedenfalls kam diese junge Lufthexe zu mir und hat mir versichert, dass ihr unschuldig seid und mir euren Brief gegeben. Das sind wir auch. Aber wenn McEwen da involviert ist, wie meint ihr, dass dahinter steckt? Das Labor? Diese Versuche? McEwen? Ja, nein. Wir glauben, dass das alles in seinem Auftrag passiert ist, doch. Ach, in seinem Auftrag? Ja. Denn das Wesen, das wir dort gefunden haben, Bock, wurde bei dem Namen hellhörig und sagte, dass sein Meister auch oft von diesem Namen gesprochen habe, dass er ihn zu sehr triet, zu viel will, zu schnell, wie auch immer. Auf jeden Fall kannte die Kreatur den Namen. Und ja, das Labor aus der alten Zeit, dass es im Rundzirkel noch Aufzeichnungen darüber gibt oder es bekannt ist, wundert mich jetzt nicht. Ich meine, der Rat hat es vor langer Zeit ausgehoben und versiegelt, aber natürlich gibt es da wahrscheinlich Aufzeichnungen, gerade im Runenzirkel. Das war ja eine Runenhexe, die dort ihre unheiligen Versuche durchgeführt hat. Und vielleicht lief dort etwas schief und das erklärt all das, was passiert ist, das Erdbeben, dass die Magie so verrückt spielt. Aber wenn ihr mich fragt, würde ich Untersuchungen anstellen und niemanden aus dem Runenzirkel vertrauen. Ich weiß, dass sie eine Person, die mit der dunklen Seuche infiziert ist, aus dem Labor geholt haben. Das stimmt. Die Person ist wichtig. Wussten wir, dass sie von der dunklen Seuche infiziert war? Nee. Schockt mich jetzt aber auch nicht. Also aber das heißt, Tena schockt das. Das erste Mal, dass sie auf jemanden wohl getroffen ist, die Person, die davon befallen ist. Das Rutherford, du warst ja sehr, sehr nah an der Person dran und du hast der hat ja ihre Hände in deinem Gesicht gehabt und du hast absolut keinen Hinweis darauf gesehen, dass sie irgendwelche Spuren oder Markierungen der dunklen Seuche hatte. Also, wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, die flunkern schon wieder. Wieso? Also, wir waren ja so, ne? Nase an Nase quasi, und da war gar nichts. Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie danach nicht irgendwie ausgebrochen sein kann.
Ja, es ist mir jetzt langsam zu viel der Zufälle hier. Also wirklich. Also ich glaube, die wollten die Person einfach verschwinden lassen, damit sie nicht mehr sprechen kann. Sehr gut möglich. Irgendwas sollen wir nicht herausfinden. Ich glaube, wir haben eigentlich schon alles, außer die Frage, was wollte McEwan mit diesem Labor? Was wurde da erforscht? Ja. Ich glaube, das weiß die Person, die da drin gefangen wurde. Das ist doch unser einziger Anhaltspunkt. Und dieser Würfel. Die Würfel? Ich schaue so in die Runde. So nach dem Motto, können wir jetzt vertraut oder nicht? Das Kraut hast du jetzt schon ausgespuckt. Nee, wir können ja immer noch lügen. Ist das okay? Sie ist unsere einzige Hoffnung in dieser ganzen Geschichte, also. Nina strikes again. Erst sind wir auf Luisas Seite, jetzt sind wir nicht mehr auf ihrer Seite. Man hat da total durcheinander. Wir müssen ihr einfach vertrauen, weil... Ich kann mit diesem ganzen Misstrauen nicht umgehen. Wir müssen doch jetzt endlich mal Leute finden, die mit uns zusammen kämpfen. Also, Rowan Shield of India, während Dana das sagt. Ich merke, krieg das nicht mit. Ja. Wir haben von der Person, die dort in dem Labor eingeschlossen war, von der wir gerade gesprochen haben, auch eine weitere Information erhalten. Nichts Genaues, es ging nur um einen Würfel. Ich glaube, der Name wurde auch schon gesagt, richtig? Nein? Okay, ein Würfel. Sicher? Ich bin relativ sicher. Hast du nicht den Namen gesagt? Okay. War das nicht der oberkrasse Cliffhanger, dass sie gesagt hat, Talos? Ich glaube, also... Danach habt ihr darüber spekuliert, was damit gemeint sein könnte und ihr habt den Namen gesagt. Deswegen, ich glaube, dass ich es nicht gesagt habe. Okay. Aber ich möchte es jetzt auch nicht 100% sagen, weil... Sonst kommen wieder Clipbeweise. Okay. Also was würden wir da niemals machen? Ja, es hat wohl auch was mit einem Würfel zu tun, aber darüber haben wir so gut wie gar keine Informationen. Fakt ist, dass diese Person wohl mehr weiß als wir alle hier und sie hat wohl einige Zeit in diesem Labor in Gefangenschaft verbracht. Und wenn, dann weiß sie mehr. Müssen wir an diese Person herankommen. Mhm. Das Problem ist, wir können nicht offiziell einfach ohne Beweise McEwan irgendwas bezichtigen. Das geht nicht. Und nehmt es mir nicht übel, aber euer, was immer es doch ist, wird als Zeuge nicht sehr viel wert sein gegen das Wort des Ratsmitglieds des Runenzirkel. Das ist, verstehe ich. Und offiziell seid ihr flüchtige Hexen, die die Schattenleser angegriffen haben. Dementsprechend wäre es sehr einfach, wenn ihr wieder offiziell auftaucht, auch euch mundtot zu machen. Aber was machen wir, wenn sie alle Beweismittel finden und direkt einbeziehen? Wir müssen schnell handeln. Was schlägst du Wenn vor? Wir Beweise haben, dann kann ich das im Rat vorbringen und McEwan offiziell dessen bezichtigen. Und dann sieht es schon ganz anders aus. Was schlägst du vor? Ich denke, ihr sollt euch verhunzen lassen. Na gut. Nun, ja. Was? Gute Idee. Wir müssen an diese Person herankommen, von der ich auch nicht mehr glaube, dass sie von der dunklen Seuche befallen ist. Das heißt, ich weiß nicht, sie wird im Hauptquartier der Schattenleser gefangen gehalten. Dort müssen wir hineinkommen. Das sollte für dich doch ein leichtes sein. Gibt es da irgendwie... Das ist korrekt, aber
Ich glaube nicht, dass ich ohne weiteres zu dieser Person komme, ohne Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Gibt es da irgendwie so Personalküche oder sowas? Bitte was? Downstairs, upstairs, downstairs im Schattenleserhaus. Schattenleser Abbey. Ja, also haben die irgendwie, keine Ahnung, gehen da Leute ein und aus, für die wir uns ausgeben könnten. Ich werde mich jetzt nicht. Schattenleser natürlich. Da gibt es eigentlich nur Studierzimmer, Trainingsräume, einige Aufbewahrungsräume für Gefangene und ähnliches. Es ist kein Haus, in dem man wohnt in dem Sinne. Also wenn wir dort zu viert auftauchen, erregen wir, denke ich, zu starkes Aufsehen. Ganz gleich, welche Zirkelfarbe ihr gerade tragt. Oder wir machen uns genau das zunutze und treten als eine Zusammenkunft an Künstlern auf, die im Rathaus um eine Audienz bitten. Wir kommen von weit her, wir kennen uns nicht so gut aus und möchten eine Genehmigung für einen Auftritt auf dem großen Marktplatz. Ihr wisst schon. Ja, wir sprechen von zwei verschiedenen Häusern gerade. Ah. Und was haben wir dann, wenn wir im Rathaus sind? Die Leser haben ein eigenes Gebäude. Ah, okay. Ach, das sind gar nicht im Rathaus. Okay, nein, ihr wart im Rathaus, tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, und war dort bei Luisa, ja. Interniert. Und es gibt aber noch, die Schattenleser haben noch ein eigenes Gebäude, ein eigenes Haus. Okay. Nun, Funken. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sich einschleichen. Das sollten wir versuchen. Und zeitgleich einen Plan für einen möglichen Ausbruch machen. Mhm. Nun, ich fürchte, ich kann euch helfen. Ich kann euch sagen, wie es dort aussieht. Aber ihr versteht sicher, dass ich nicht in irgendeiner Art und Weise involviert sein kann, wenn ich meine Reputation bewahren will, die ich brauchen werde, wenn ich mich McEwan entgegenstelle. Du wirst uns also nicht rausholen, falls wir gefangen werden. Sollte das geschehen, werde ich mich für euch einsetzen, dann ist es ohnehin egal. Vielen Dank. Ich kriege Enya Vibes. Sie ist auch Elementarzirkel. So gut. Beides Elementzirkel. Mhm. Wir haben dann beide. Wir haben ja auch noch Jakobus und die Gruppe, die unser Plan B ist. Welche Gruppe? Wir haben... Also Enya hat die Schnauze gehalten. Again. Ich sag's nur, Enya hat ausnahmsweise mal die Schnauze gehalten. Aber wir arbeiten doch zusammen und wir können doch nur wirklich uns gegenseitig vertrauen, wenn wir ehrlich zueinander sind. Ich glaube nicht, dass diese Gruppe unbedingt mit dem Rat zusammenarbeiten würde. Nach allem, was ich gehört habe. Aber, so wie Enya gesagt hat, ziehen wir doch alle am gleichen Strang, nämlich dass es der Unterwelt gut geht. Das bedeutet, ganz sicher ist die Gruppe auch nur gegen die bösen Ratsmitglieder. Und wollen, so wie wir, McEwan zu Fall bringen. Kann ich glauben, also sag ich einfach, wir haben da Menschen getroffen, Hexen Rowan getroffen. Rowan stößt dir gegen die Schulter. Die uns unterstützen würden, wenn es um McEwan explizit geht. Ja? Das sollten wir hier nicht besprechen. Das macht es nur noch schlimmer. Aber wie gesagt, wir müssen uns doch irgendwie vertrauen. Wie kann Luisa uns vertrauen, wenn wir nicht ehrlich zu ihr sind? Können wir bitte bei Leisa im Chat eine Umfrage machen, ob Dina die Gruppe verraten will? Ich glaube, diese Umfrage können wir bei allen machen, nicht nur bei Leisa. Das Fiese ist ja, Dina ist einfach... Lisa Craig sieht euch sehr interessiert und neugierig an. Okay, dann sage ich nichts. Ich darf nichts sagen, Luisa. Alter. Ich muss gestehen, dass ich euch nicht folgen kann. Ihr habt
Um was für eine Gruppe handelt es sich? Ich das werde ist okay, ich verstehe dich. Das tut gar nichts zur Sache. Ich verstehe dich sehr gut, Luisa. Ich bin auch sehr verwirrt. Aber wir stehen das gemeinsam durch. Es wird alles gut. Ria schenkt noch ein bisschen Tee nach. Ich nicke auch Ria zu. Sie legt eine Hand auf die Schulter und sagt, Hexen sind kompliziert, Gewächse sind einfach. Nun denn, dann gehen wir unseren Plan an. Wir haben einen Plan. Natürlich. Wir tarnen uns als Schattenleser, gehen dort ins Gebäude, versuchen an die Frau heranzukommen, versuchen sie dort rauszuholen und an Informationen zu gelangen. Nicht? Nimmt man mir als Tarotleger den Schatten? Du hast dich schon einmal als falschen Zirkel ausgegeben. Das kannst du gerne erneut tun. Rutherford, deine Chance, Rundenzirkler zu werden. Ja, ey, gut. Ich denke, es sei denn, du möchtest in Fesseln gelegt werden, dann können wir auch diesen Plan umsetzen. Also das Ding ist halt, das Problem wird sein, wenn wir uns reinschleichen und versuchen, sie zu infiltrieren und sie uns dabei erwischen, dann haben sie ja wirklich einen handfesten Grund, uns einsperren zu lassen. Ist das jetzt irrelevant, weil die Gründe, die sie jetzt schon vorlegen, sowieso schon... Okay. Ich glaube, den Punkt haben wir längst hinter uns gelassen. Ich okay. Auch. Gut. Zu Luisa, das ist doch ein Plan, oder? Kann jemand denen herbeibringen, wie man lügt? Ich fürchte nicht. Ich sage einfach nichts. Ich trinke meinen Tee. Das ist eine Qualität. Ich habe Mitleid mit Luisa, weil wir nicht ehrlich zu ihr sein dürfen. Ich habe großes Mitleid und halte mich zurück. Deinem Charakter kann man ja nicht mal böse sein, weil du das einfach nur machst, weil du das an das Gute im Menschen glaubst. Anders als. Anders als. Hä, Enya glaubt an das Gute im System. Das macht es nicht besser. Wo ist der Unterschied? Das System ist scheiße. Das ist Menschen auch. Wo ist der Unterschied? Was ist das für eine Doppelmoral hier? Das ist keine Doppelmoral. Hä, voll. Enya glaubt einfach an das System. An den Rat und die Schattenleser und dass das alles schon gut ist. Was? Also, Enya, würfel mal Empathie. Warum muss ich jetzt Empathie würfeln? Ich bin nicht so empathisch. Doch, ich glaube, ich bin schon ziemlich empathisch eigentlich. Also, du siehst, dass Luisa so ein bisschen so pikiert an ihrem Tee trinkt. Das wundert mich nicht. Ja, also. Na gut, dann lasst uns aufbrechen. Wird schon schief gehen. Ja, ein Plan ist besser als kein Plan, sage ich immer. Oder habt ihr eine andere Idee? Nee. Ich würde Ria noch fragen, ob ich meinen Kräutervorrat bei ihr auffüllen darf. Und nimm alles Wichtige mit, von Heilkräutern über... Bevor sie ja sagen, einfach alles mitnehmen. Ich gehe mal davon aus. Natürlich, Kindchen. Wir halten zusammen. Wisst ihr, manche Hexen unterstützen sich noch und sind ehrlich zueinander. Boah, okay. Das ist jetzt schon so ein bisschen aua. Es tut mir so okay. Gut. Ist sweet summer child. Wie schön es ist, wenn man sich gegenseitig vertrauen und gut zueinander sein kann. Es ist alles so viel Leid in letzter Zeit. Gut. Also ihr wird dann aus der Hütte von Ria wieder rausgehen. Die Frage ist, was wollt ihr machen? Wollt ihr direkt losziehen? Wollt ihr erst noch mit Jakobus sprechen?
Ja, ich würde gerne mit Jakobus sprechen und ihm anreißen, was wir vorhaben und dass sie sich vielleicht in der Nähe aufhalten und für Ablenkung und Unterstützung sorgen, sollten sie das Gefühl haben, dass wir nicht zurechtkommen. Und auch Unterstützung bekommen von denjenigen, die Teil der Gruppe und bei den Schattenlesern sind, oder? Dass wir uns so ein Ja, bisschen also du einschleusen. meinst Momoi. Das ist die einzige? Schade. Ja. Ich meine Momoe. ja, also ich finde das ganz hervorragend, was ihr vorhabt. Das ist genau das Richtige. Ihr werdet eine wichtige und große Aufgabe für die Gemeinschaft der Hexen erledigen. Also ich bewundere euren Mut. Es fühlt sich gut an, danke. Ich werde anderen Bescheid sagen. Wenn wir können, werden wir helfen. Danke sehr. Wenn wir können, heißt, sie werden nicht helfen. Auf zum Schattenleserquartier. Erschreckend, dass du das weißt. Ich weiß, wie die Das Hexen heißt, ticken. wir verkleiden uns nicht als jemand, der sich verkleiden will, sondern als Schattenleser. Wie verkleidet man sich als jemand, der sich verkleiden will? Naja, mit den Umhängen wollten wir ja niemand Bestimmtes sein. Nur verkleidet. Das Aber jetzt stimmt, ja. wollen wir jemand Bestimmtes sein. Wir tun so, als wären wir Schattenleserin, ja. Okay. So hätte man es Also auch unkompliziert ausdrücken können. wollt ihr euch Stoff besorgen, der oder Teile besorgen, die aussagen, dass ihr zu einem der anderen Zirkel gehört? Wahrscheinlich Elementarzirkel. Ich glaube, es gibt nur Elementarzirkel derzeit in den Schattenlesern, beziehungsweise Runenhexer. Ja, was für ein Zirkel, was soll es denn werden bei euch? Feuer. Es ist nicht so schwer, ne? Man kann sich sehr einfach andersfarbigen Stoff besorgen, aber. Ich mach den Zirkel. Aber Runenhexer sind so rar. Ich glaube, die sind Ja. fast alle persönlich bekannt. Aber den kennst du noch nicht. Das ist ein ganz besonderer. Okay. Rowan würde so tun, als wäre sie dem Element Feuer zugehörig. Weil damit der ganze Ruß nicht auffällt. Und wie geht's Enya damit, dass sich jemand als Feuerhexe ausgibt? Ich finde es generell nicht gut, dass wir das alles faken müssen. Und also stört mich jetzt nicht mehr als davor schon. Okay. Und Dina? Ich fand Momoe ziemlich eindrucksvoll. Ist Luft auch elementar? Genau, würde mich dann als Luft. Zirkel Alles ausgeben. klar, was Gelbes. Also Rot, Gelb, Orange. Ihr seid Ich würde auf einer Seite des Spektrums angesiedelt, offensichtlich. eine kleine Sonnenblume erschaffen und sie in mein Haar stecken. Eine sonnengelbe Sonnenblume. Okay. Gut, also. Als ihr beim Haus der Schattenleser ankommt, ist ein großes, aus roten Steinen gemauertes Gebäude, drei Stockwerke hoch. Auf dem Dach sind so Metallstangen mit großen farbigen Kugeln daran, die in den, also 8 Stück, die in den Farben der verschiedenen Zirkel angemalt sind, beziehungsweise so aussehen. So als Zeichen, dass die Schattenleser für alle da sind, aber nur die Coolen dürfen Mitglied werden, offensichtlich. Als ihr dort ankommt, seht ihr, dass Momoe diesmal nicht in so einem Umhang, sondern in einer, die trägt so ein Kleid, das so in verschiedenen Gelbtönen sich um sie bewegt, wenn sie so flirrend. Und sie winkt euch heran. Na? Ich grüße richtig locker flockig, als würden wir uns ewig kennen. Ich auch. Hallo Momoe, schön dich zu Jakobus hat sehen. mich informiert. Ihr habt Glück, die meisten sind unterwegs und suchen nach euch. Niemand glaubt, dass ihr hier seid. Sag es ruhig, dass niemand, dass wir so dumm sind und herkommen, ja. Das ist schon ein waghalsiges Unterfangen. Das ist ja waghalsig. Ich kann euch hineinbringen und ich kann versuchen,
für Ablenkung zu sorgen, aber viel mehr ist nicht möglich. Das ist mehr als genug. Danke. Treppen nach oben führen zu den Privatgemächern, da solltet ihr nicht hingehen, aber es gibt unten Zellen. Also wer geht nach oben? Okay. Unten sind also die Zellen. Hey. Ihr müsst vorsichtig sein. Soweit ich weiß, der Gefangene, diese Gestalt, diese Person, soweit ich weiß, wird sie gerade befragt. Oh. Was bedeutet das? Jemand ist bei ihr. In der eigenen Zelle, ja? Mhm. Und stellt ihr Fragen. Aber ist das nicht gut, wenn wir uns anschleichen? Dann könnten wir vielleicht auch noch ein paar Informationen herausfinden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier allzu viel Zeit verbringen sollten. Ne? Also rein, Person schnappen und raus. Ein guter Plan. Oder ein Ablenkungsmanöver? Dafür wird Momo hier sorgen, wie sie gerade gesagt hat. Aber ich dachte, also für die Person, die da ist, oder? Wenn sie nicht alleine ist? Also entweder müssen wir die... Oder habe ich was falsch verstanden? Die Person ist doch unten nicht alleine gerade. So, darauf ja, wurden wir gerade hingewiesen. Hinbekommen. Das heißt, entweder belauschen wir die Person, während sie ihre Informationen teilt. Oder wir lenken sie ab, was Dena gerade meinte. Damit wir die gefangene Person direkt mitnehmen können. Oder wir schalten sie aus. Wir werden sie ablenken. Ich würde sagen, wir gehen ja jetzt erstmal rein und gucken, überhaupt was Sache ist. Ein guter Plan, Rutherford. Und wenn wir erkannt werden, dann überlegen Rowan und ich uns bestimmt was, nicht wahr? Mhm. Rutherford, könnte ich ein Tarot to go bekommen? Ja, ich sehe in der Hand im Fläche. Bitte. Oh, die Karten sind sehr wenig aussagekräftig, was diesen Plan angeht. Vielleicht ist die Runen, die das Gebäude schützen, beeinträchtigen sie. Vielleicht wollen sie dir das furchtbare Schicksal, das dir droht, einfach nicht zeigen, weil sie dich mögen. Aber du kriegst kein genaues Reading. Heute kann alles passieren, meine liebe Anya. Heute kann alles passieren. Und dann hoffen wir auf das Beste. Okay. Hinein, es geht. Momoe führt euch hinein und selber geht die Treppen hoch zu diesen Privatgemächern und weist dann nach vorne mit so einem Nicken auf eine Tür weiter hinten in diesem Eingangsbereich. Mhm. Ich würde tatsächlich Richtung Ding gehen und mit Rutherford ein jetzt nicht lautstarkes Gespräch, aber auch kein genuscheltes Gespräch darüber anfangen, wie es denn sei, also wie anstrengend jetzt irgendwie die Suche war und dass ich jetzt froh bin, dass wir jetzt irgendwie mal Zellen, also wir haben endlich noch mit Zellendienst. Es ist unfassbar. Ich frage mich wirklich, wo sie sich verstecken. Da sagst du was. Das ist wirklich, also unglaublich, ne, dass das passiert. Aber ich glaube, die Delinquenten, die wird man schon bald fassen und dann bekommen sie ihre gerechte Strafe. Genau. Ja. Das ist, ja. Aber also das ist ja wirklich, ne? Aber dann hast du mitbekommen, was da letztens noch passiert ist. Was? Na, mit dem Martin. Nein. Doch. Ja, habe ich gehört. Ja, habe ich auch. Also habe ich. Hat mir Luisa erzählt, ja. Ja, ich habe das Sache. Auch gehört. Ne? Naja, und jetzt also hier durch die Tür, ne? Ja. Ja, kenn den Weg, ja. Ja, genau. Okay. Hast du gehört? Habe ich auch gehört. Einer von euch beiden, mach mal bitte einen Charisma-Wurf. Eine charismatische Spitze? Ich habe auch zwei. Komm, Mikkel, nimm deinen Würfelglück. Nimm alles, was du hast. Okay, ja, also tatsächlich seht ihr, dass so ein Wasserhexer in diese Halle kommt, kurz einen Blick zu euch wirft, euer Gespräch, also ihr achtet gar nicht auf ihn, sondern macht euer Gespräch, er geht so vorbei und also so einen ganz kurzen Moment hält er inne und dann geht er aber weiter, ohne auf euch zu reagieren. Ja, sehr gut. Ja. Anya ist ja auch die geborene Schattleserin. Also,
was soll ich sagen? Das fällt ja nicht auf, wenn sie da herumstolziert. Das stimmt, ja. Also, da ist es sehr hilfreich tatsächlich. Also, ihr geht durch diese Tür und findet euch in einem dunkleren Bereich dieses Hauses wieder. Und dort gibt es tatsächlich links und rechts mehrere Türen. Sieht so aus wie so kleine Räume, wahrscheinlich so zellenartige Räume. Die meisten sind nicht verschlossen oder nicht geschlossen, sondern so ein bisschen auf. Aber ihr hört von weiter vorne Stimmen. Was sagen die? Sie sein? Das ist zu leise noch, solche Tür so gedämpft halt. Entschuldigung, also sehr, sehr leise. Ja, dann hin, es geht, oder? Langsam, aber jetzt nicht auffällig schleichend. Ihr geht diesen Gang dorthin entlang und kommt vor einer Tür, die also die zu ist. Und von drinnen hört ihr zwei Stimmen. Eine tiefere, männliche, die irgendwie so vor sich im Brubbel sagt, los, rede. Und eine Frauenstimme, die unterbricht und sagt, du siehst doch, geht diese Menschen nicht gut. Kennen wir die Stimmen? Nein. Sicher? Durch die Tür durch sehr schwer festzustellen. Mach mal einen Bildungswurf. Imagine, wir kommen da so rein, tun so, als wären wir voll in charge und dann sind es einfach die Runenhexer. Die Frau, hast du das Gefühl, könnte Amici sein. What? I knew it. Ich bin sehr gebildet. Ich bin sehr gebildet. Eingebildet und gebildet. Vielleicht habe ich gestern nach dem Stream noch einen Clip davon gemacht. Ich halt die anderen an so und flüstere ganz leise. Da drin ist Amici. War das nicht die mit Rutherford so geflirtet hat? Mhm. Schlecht. Dann weiß sie, wer du bist. Also. Hat er den Hut nicht auf, oder? Er kennt sie nicht. Achso, er kennt sie ihn ohne Hut? Wer zu sagen. Wenn er die Brille abnimmt. Ja, dann sehe ich wieder nichts, ne? Also. Nun. Also sie wird uns definitiv erkennen und sie wird wissen, dass wir hier nichts zu suchen haben. Könnt ihr nicht irgendwas wieder zusammenpanschen, womit wir die hier alle wieder irgendwie außer Gefecht setzen? Also ich habe hier. Ihr wollt schon wieder jemanden angreifen. Nein. Lass mich doch mal kurz ausreden. Ich habe hier was in meinem Beutel. Das ist mal bei einem Versuch entstanden, ja? Wenn wir das zu uns nehmen, dann schwillt unser Gesicht an und es wird unkenntlich. Das war mir damals ziemlich unangenehm, aber das könnte in dieser Situation sehr hilfreich sein. Bei einem Versuch entstanden. Das ist auch das, was meine Eltern über meine Geburt gesagt haben. Aber okay. Warum nicht? Wir sollten uns mal unterhalten, Rutherford. Rutherford bei einer ruhigen Tasse Tee. Auf dem Gang des Zellentraktes des Hauses der Schattenleser aus. du. Klingt doch nach der besten Sache, die wir jetzt tun können, oder? Ja. Es hält nicht lange an. So 2 Stündchen vielleicht. Okay. Aber dann wird uns auch. Dann wird uns auch die Person nicht wiedererkennen, mit der wir reden müssen, die uns vertrauen soll. Aber ihr können wir uns ja kenntlich zeigen. Also in 2 Stunden. Naja, man kann ja auch mit Worten vermitteln, wer man ist. Und du denkst, das glaubt sie uns? Naja, wir wollen sie hier rausholen. Ich glaube, in erster Linie wäre es ihr vielleicht auch egal, wer wir sind. Wir holen sie raus und welchen Grund hätte man, ihr zu erzählen, dass wir übrigens die 4 gesuchten Hexen sind, und wenn, die eingesperrt werden sollen. Das ergibt keinen Sinn. Okay. Also? Ja, fangt an. Okay, Ron verteilt so kleinere Fläschchen. Und hofft, dass das funktioniert. Würfel doch mal auf Willenskraft. Was soll schon schief gehen? Sollen wir alle würfeln? Nein, nur Rowan.
Also ich warte erstmal. Warum? Ich kapiere es nicht. Was ist das? Nein, das ist. Warum? Das ist Rowan. Es ist wirklich. Rowan. Aber why? So. Ihr könnt ja keine 2 auf Willenskraft. So, eigentlich müsste sie richtig gut sein. Aber der Thanos-Würfel. Also ihr werft diese Getränke ein. Also, nein. Enya wartet, habe ich bekommen. Ja. Aber der Rest trinkt wahrscheinlich sofort. Und muss ich sie also nicht erstmal brauen? Und das, was da rauskommt, war gerade das Gebraute erstmal, ja? Ich kann ja einfach zuerst trinken. Moment, sie hatte ja gesagt, sie hat das dabei. Also ja, sie hatte schon so ein Tränkchen dabei. Ihr trinkt das und Dinge beginnen zu schwellen. Also ihr habt so, eure Hände beginnen groß zu werden, als sie schwellen, eure Füße in euren Schuhen. Das ist sehr unangenehm. Dina trägt keine Schuhe. Dina ist. Dina ist okay. Dina hat die Schuhe nicht als Problem. Aber Rutherford und Rowan, eure Schuhe drücken sehr eng. Und das sind nur Hände und Füße, die sich abnorm verändern. Kennt ihr so die Oompa-Loompas von Willy Wonka? Werden sie uns wirklich nicht wiedererkennen. Mit dem Kaugummi zu so einer Blaubeere werden. Aber wenn ich Rutherford wäre, hätte ich nicht meinen Hut auf und kleinere Hände? Schwillt der Sixpack auch an? Nicht mehr. Also da müssen wir unter deine Robe schauen, aber. Ja, also ihr steht da mit großen, geschwollenen Händen und Füßen und. Fiebertraum hier, ey. Ich gebe Rowan einfach so kommentarlos die Flasche wieder zurück. 2 Stunden, hast du gesagt? Ja, 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier einfach abwarten können. Aber wir können doch laufen, so ist das möglich. Ja, man kann doch laufen und Dinge packen, aber es ist halt sehr ungewohnt, wenn die Hände halt dreimal so groß sind wie vorher. Ich hörte, es gibt gewisse Kräuter, die dazu beitragen können, dass gewisse Schwellungen schneller vorüberziehen. Ja, wenn meine Hand klein genug wäre. Die meisten nach dem Gegenteil. Das Schwellungen war dumm, Tisch. Ich habe ihn nicht verstanden. Also ich war auch kurz perplex, ja. Weil ich hatte nicht von Frenio bin ich das noch nicht so gewohnt. Ich verstehe, aber ich hatte eine grandiose Idee. Ich komme mit meiner Hand nicht in meinen Beutel. Das heißt, sicherlich habe ich sowas dabei. Wenn du mal an meinen Beutel könntest. Ich gehe an ihren Beutel. Okay, ja, du gehst an ihren Beutel. Aber ihr seid ziemlich sicher, dass die Tränke sind halt mit der Kraft der Gebräumagie erschaffen. Und irgendwelche Kräuter werden es da sehr schwierig haben, gegenzuarbeiten. Ja. Okay, was machen wir? Aber ich war damals bei dem Vorfall, als mir das passiert ist, auch bei Dena. Und Dena hatte gewisse Kräuter, die das Ganze ein bisschen schneller. Ja, ich habe da bestimmt was das wenigstens etwas lindert. Okay, also Dena, Rutherford und Rowan können sich natürlich auch mal jeweils 2 Konsequenzen aufschreiben. Einmal große Füße und einmal große Hände. Gott, ey. Ich habe den gemeinen Fuchsling dabei. Das war der Pilz. Da habe ich noch ein paar in meiner Tasche. Okay, absolutes Chaos hier. Absolutes Chaos im Gang der Zellen der Schattenleser. Er hat von drinnen tatsächlich, wie die Frau sagt, ich gehe jetzt jemanden holen und dann Schritte auf die Tür zu. Wir könnten auch irgendwie ein lustiges Quartett bilden. Enya und ihre Elefanten, oder ich weiß es nicht. Würfel mal, Dena, würfel mal Willenskraft bitte mit den Mit deinen Kräuterchen. Ja, also ihr könnt den gemeinen Fuchsling irgendwie verzehren und hoffen, dass die Schwellung früher abklingt, aber sicher seid ihr nicht. Ich bin der Meinung, früher hat das geholfen.
Wollen wir einfach Spalier stehen, wenn sie gleich rauskommt, in der Hoffnung, dass wir wie ganz normale Wachen wirken? Ist da irgendwo eine offene Tür oder so? Es sind mehrere von diesen Zellentüren sind offen. Ah, ja. Wir inspizieren die Zellen. Ich husche einfach in irgendeine rein, tatsächlich. Okay. Ihr versteht euch in den Zellen und hört kurz danach, wie Schritte an dem Zelltag draußen vorbeigehen. Schnelle Schritte. Okay, das ist unsere Chance. Einer ist noch drin, ne? Ja, aber er kennt uns nicht. Mhm. Wir tun einfach so, wir warten noch einen Moment und dann tun wir so, als wären wir die Verstärkung, die sie geholt hat. Und dann sagen ihm, er ist jetzt abgelöst und dann holen wir sie hier raus. Ja. Das ist so smart. Ich mache das. Ihr wartet hier. Ah, ja. Eure Hände sind etwas auffällig. Sie haben uns verzaubert, damit wir den Gefangenen mit unseren großen Händen packen können. Ja. Wir kommen frisch von einer Mission. Ich würde es dann tatsächlich so machen. Also ich würde dann... Wartet einen Augenblick und dann gehen und sagst... Ja. Und ihr steht und ihr versteckt euch hier. Und sobald er vorbei ist, steht ihr Wache. Alles klar. Wartest einen Augenblick, gehst dann raus und gehst zu dieser Zelle. Die Tür ist tatsächlich nicht verschlossen, die ist nur geschlossen. Und dann gehe ich mit der Enya angeborenen Arroganz und Eingebildetheit da rein und erzähle ihm meine Geschichte. Ach, hier, ich habe wie hieß sie nochmal? Amice. Amice schickt mich. Ich soll mich hier um die Angelegenheit kümmern. Du kannst gerne gehen. Amice kommt gleich, um mich zu unterstützen. Okay, würfel mal Charisma. Du bekommst einen Bonus, weil du die Namen benutzt und die Situation kennst. Ja, und ich bin auch... Ich bin so charismatisch mit meiner Talos 1. Aber es ist eine 12. Ich habe meinem Chat gerade erzählt, Talos 1 ist das Schlechteste, was man würfeln kann. Der guckt sich um und sagt... Aus dem ist nichts rauszukriegen. Der erzählt nur absoluten Unsinn. Nickt dir zu und geht aus dem Raum raus, aber in dem Augenblick hörst du, oder die anderen hören das auch, dass Amici zurückkehrt. Rutherford. Ja? Tatsächlich, der Typ, also der Mann, das war ein sehr großer, breitschultriger Mann, der geht so an Amici vorbei und knurrt nur so. Geht dann weg und sie kommt auf diese Zellentür zu. Macht was. Rutherford, bestimmt ist sie wieder deinem Charme erlegen. Red doch mal mit ihr. Safe nicht. Naja, große Gliedmaßen können auch sehr eindrucksvoll sein. Also der andere ist jetzt schon weg, wenn ich mich jetzt präsentieren würde. Ist noch was anderes größer? Bestimmt. Ich knöpfe mein Hemd leicht auf. Lehne mich an die Eingangstür und sage, na Amici, erinnerst du dich noch? Komm. Oh, sag, du bist mittlerweile bei den Schattenlesern. Ich wurde befördert. Wollen wir das feiern? Oh meine Güte, ich weiß gar nicht, was du würfeln musst. Würfel mal bitte Charisma. Oh Gott. Ach komm schon! Lol. Was? Ja, du stellst dich so hin und machst so ein Hinlehnen und durch irgendeinen Zufall der Perspektive sieht man deswegen deine riesigen Hände und Füße nicht, weil du so an den Türrahmen lehnst, zur Seite machst und sie bleibt so stehen und sagt, oh, Rutherford. Bei ihm ist so der Bizeps angeschwollen noch so zusätzlich. Mhm. Das kann doch nicht sein. Ey, was ist Mikkel, ey? Ich weiß nicht, wie die Würfelmaschine. Eine kurze Pause. Holy shit. Du bist befördert worden? Ich dachte, ihr werdet... Es hieß, dass ihr geflohen seid. Das hat sich alles geklärt. Oh, das freut mich. Das freut mich sehr. Mhm. Nicke so Richtung der Zelle. Und gebe euch gleichzeitig ein Zeichen. Ja, wir... richtigen Augenblick rauszuspringen, während sie reingeht und dann ist Chaos.
Ja, dann sie schreit so die Haare aus dem Gesicht und kommt so auf diese Zelle zu. Ja, wenn du das so machst. Diesen riesigen Händen. Okay, ich versuche diesen richtigen Zeitpunkt abzupassen, sie erst leidenschaftlich zu packen, dann plötzlich in die Zelle zu stoßen, Enya und Rhone rauszuzerren und die Tür zuzumachen. Oh, wow, mach mal geschick. Ja. Oh Gott, das wird so schief gehen. Also ich schmeiße mich Rhone. Also du willst sie packen, dann zieht sie zum ersten Mal deine Hände und zuckt vor dir zurück, aber du packst sie und wirfst sie in die Zelle, aber du bist halt mit deinen neuen Füßen und Händen noch nicht so richtig gewohnt und Dina und Rhone, ihr steht links und rechts von der Tür, ihr seht, wie sie so reingeschleudert wird und dann stolpert Rutherford hinterher und stolpert über seine eigenen riesigen Füße und fällt so mit einem lauten Platschen längs auf den Boden. Dina. Ja, korrekt, ihr seid sehr überrascht. Innerhalb von Sekunden entscheiden wir jetzt natürlich. Dina und ich versuchen gleichzeitig mit unseren riesigen Patschehänden ihm aufzuhelfen. Gibt's da eine Blume in der Zelle oder sowas? Oh Gott, du hast eine im Haar. Tu. Ich lasse die Sonnenblume, die bei mir im Haar ist, wachsen. Mhm. Und ihr Stiel schlängelt sich im Rutherford. Würfel doch mal Willenskraft, bitte. Und ich würde ihn rausziehen. Oh Gott, das ist einfach... Okay, also, die Sonnenblume wächst gigantisch groß und wickelt sich im Rutherford. Und also, muss ich dazu sagen, dass Amici ist momentan vollkommen überwältigt von der Situation, weil sie überhaupt nicht weiß, was gerade passiert. Und Rhone und Dena, ihr könnt mit euren großen Händen diesen dicken Sonnenblumenstängel packen und Rutherford aus dem Raum ziehen. Ja. Und dann machen wir die Tür zu. Genau, also Rhone, du hast ja jetzt nichts direkt zu tun, während Dina das macht, du kannst in die Tür zuschlagen und ich halt von drinnen so die Stimme von Amici, Rutherford, was ist hier los, Rutherford? Ich erkläre es dir später, es fällt mir gerade selbst schwer. Du kannst sagen, das ist ein Überfall, wer sind diese Leute? Das ist kein Überfall. Es ist ein kleiner Konflikt, den wir gerade austragen müssen, aber es wird sich alles klären und unsere Zeit wird kommen. Ja. Ja, währenddessen würde ich die Person im Raum mal befreien und ihr dabei klären. Die ist tatsächlich mit so, da ist in die Wand ist so eine Nische eingelassen, wo so eine Art Bett drin ist. Mhm. Und sie ist da mit so zwei Ketten, an den Enden sind so Runen, so ein Runenkreis um das Ende herum gefesselt. Also ist sie gar nicht so leicht zu befreien. Sieht so aus, als könnte sie sich nicht aus dieser Nische herausbewegen. Du kannst das wahrscheinlich wegsprengen. Von draußen öffnen oder so, ja. Okay, ja. Ich suche irgendwie einen Schalter oder irgendeine Rune, die ich streicheln muss. Mach mal Bildung einfach. Komm, Enya, du bist so eingebildet. Entdecke ich eine Spiegelung und beobachte mich dabei selbst? Nein, du versuchst diesen Runenkreis zu lösen und trittst dabei über irgendeine Schwelle und stellst fest, dass du jetzt auch auf die Seite der Zelle eingesperrt bist. Natürlich. No way. Ja. Oh. Naja, ich fange schon mal an, mit der Frau Smalltalk zu führen. Mit der Person. Ist es eine Frau? Weiß ich nicht. Ist ein Mann. Ist ein Mann, ja. Also es war sehr schwer zu erkennen tatsächlich bislang, wegen der Ausgemergelten und ne, aber die sieht ein bisschen besser aus. Sie ist offensichtlich auch magisch aufgepäppelt worden in dem an einem Tag, den ihr jetzt hier verbracht habt. Und die sieht dich mit großen Augen an und ich kenne dich. Ja. Wir haben uns bereits getroffen. Ich gehöre zu den Leuten, die dich befreit haben. Wir sind hier, um das erneut zu tun. Ihr habt mich befreit, das stimmt. Ihr,
Er hat mich aus dem Kerker gelassen. Ja, und wir wollen dich erneut hier herausholen. Gut, in dem Augenblick kommen die anderen durch die Tür. Hat alles funktioniert? Bestens, mit meinem gigantisch aufgeblasenen Daumen. Wir machen alle den riesen Daumen hoch. Um Amici müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Amici, sagten uns, kamen sie wieder hier runter? Ja, ja. Hm. Was habt ihr mit ihr gemacht? Das war ganz unkompliziert. Einfach in die Zelle. Einfach in die... Mhm. Okay, wir müssen hier raus. Wir müssen hier sofort raus. Ja. Dann... Könnt ihr mich hier rausholen? Könnt ihr uns hier rausholen? Und Vorsicht, da vorne ist ein... Ich zeige so auf die Linie, die ich offensichtlich überschritten habe. Mhm. Können wir von außen... Ist die Tür zu? Die Tür ist offen. Ihr seid im Raum. Aber Enya ist auf der Seite, wo auch die gefangene Person ist, der Mann. Und ist halt offensichtlich über eine Runenlinie getreten. Ach, und deswegen. So. Mhm. Können wir die Rune, also die beiden dort Bildung. Gestellt? Okay. Hol mich hier raus. Nein, also Runen sind nicht dein Metier, du hast keine Ahnung. Rutherford. Ich gucke mir das Ganze genauer an. Ziehe die Augenbrauen hoch und sage, ja, hier handelt es sich eindeutig um Runen. Ja. Holt uns doch jetzt bitte endlich hier raus. Was können wir denn tun, Enya? Kennst du dich aus? Wenn ich mich auskennen würde, wäre ich nicht hier drin gelandet. Ein Argument. Ich guck mir das auch mal genauer an. Würfel Bildung, bitte. Alter! Komm schon, Mikkel! Das ist doch absurd! Das ist doch wild einfach. Also Mikkel, also Rutherford klatscht mit seinen großen Händen auf diese Runen, drückt dabei mehrere und du kannst dich wieder frei bewegen. Enya. Wild. Ja, vielleicht bin ich doch mehr als Tarotleger. Und Rutherford, du siehst, dass da ist so ein kleines Tischchen an der Seite und da sind mehrere so kleine Fiolen, so Tonfiolen aufgereiht. Ich gehe mal hin, guck mir das genauer an. Da sind drei sind leer, aber es sind noch mehrere, die gefüllt sind mit so einem kleinen Korken obendrauf. Ich entferne den Korken und fächer das zu und vielleicht verstehe ich ja, worum es sich handelt. Es könnte alles sein. Es könnte K.O.-Gas. Du atmest es ein. Oh mein Gott. Nein, fächer. Wie man das im Chemieunterricht gelernt hat. Ach, sollte die Gebräuhexe nicht danach schauen? Eigentlich schon, ja. Ich bin leider nicht so gebildet. Du ziehst einen tiefen Zug in deine Nase. Und du spürst sofort, dass die Schwellungen nachlassen. Ja, perfekt. Ich kombiniere. Was passiert bei dem Taluswürfel 1 bei Mikkel? Kippe ist runter. Also Würfel 1 war nicht dieser Effekt. Okay. Hä? Ich check's nicht ganz. Also die Talus 1 hatte jetzt einen positiven Effekt? Nee, gar keinen. Ja, ich denke, der Trank nicht. War schon vorher, was der Trank war, ne? Also genau, der Trank ist, was der Trank ist, ja. Ich denke, aber, das wird noch. Also ich trinke den Trank. Mhm. Ja. Und tatsächlich, falls du noch körperliche Konsequenzen hast, verschwinden die. Dort fallen die großen Hände und Füße drunter, ja. Das solltet ihr euch auch gönnen hier. Also ich würde auch vorher mal dran riechen. Mhm. Das sind definitiv Tränke, die zur Heilung und zur Linderung von Krankheiten und so weiter gedacht sind. Okay, dann würde ich sie auch zu mir nehmen. Mhm. Ich auch. Alles klar. Und ich würde danach direkt zu der Person gehen. Mhm. Und sie fragen, geht es dir gut? Bist du noch verletzt? Hast du Schmerzen? Sagt, ich weiß nicht, ich verstehe das alles nicht. Es ist alles so seltsam hier. Und in dem Abend fliegt die Tür auf und der große, breitschultrige Mann kommt herein. Was geht hier vor? Eine ganz normale Untersuchung, sage ich sofort. Wir sind die Ablösung. Wo ist Amici? Die
Die hat dich gesucht. Die ist mit Momoe. Der einzige Name, den sie kennt von den Schattenlesern. Ja, aber du weißt ja nicht, ob die... Okay. Und jetzt haben wir sie auch noch mit uns in Verbindung gebracht. Ja, toll. Hey! Das ist wirklich Dena. Ich kann nicht mehr. Rowan würde eine Runde Puff schmeißen. Die Kombination, die sie vorher auch schon hatte mit den halluzinogenen Pilzen. Wenn wir alle raus. Hä, aber wir können noch eine kleine Ladung davon halt nur auf den. Okay, also wirklich so minimal. Würfel doch mal Willenskraft. Natürlich minimal. Mini. Ich kann nicht mehr. Naja. Du nimmst das so und du wirfst, aber der duckt dich zur Seite, das liegt draußen und verpufft im Gang. Und dann hebt er die Arme und beschwört einen gewaltigen Lufthauch, der das davon weht. Dena, kannst du ihn fesseln mit deiner Sonnenblume? Was macht er denn? Bleibt er einfach stehen? Er weht dieses Gas weg, weil diese Spurenwolke. Ah. Willst du darauf warten, dass er noch Gelegenheit hat, was zu tun? So, leg los. Also ich könnte wie geht's dir so, während du das so willst? Hi, wie ist das Wetter heute? Vielleicht will er uns ja gar nichts Böses. Ich würde die Sonnenblume, die übrigens immer noch um Rutherford rumliegt, dann quasi um ihn und seine Arme schlingen. Auch mal Willenskraft. Obwohl, in diesem Fall ist es eher Athletik. Es geht um eine körperliche Übersetzung. Super. Okay, hey. Tatsächlich gelingt es dir. Der ist abgelenkt, weil er halt draußen versucht, dieses, was immer da auch geplatzt ist, aufwallt, wegzuwehen. Und du schlingst die Schlingpflanze um ihn herum. Und für den Moment ist er gefesselt, aber er wehrt sich dagegen. Und es wird nicht ewig halten. Okay. Wir sollten jetzt gehen. Ganz schnell. Ja. Ja. Mhm. Okay. Ich nehme die Person bei der Hand und ziehe sie mit. Oh mein Gott. Ich nehme denen die Person ab und tue so, als würde ich sie quasi fesseln und führe sie als Gefangene ab. Weil wir nicht mit einer Gefangenen Händchen haltend durch das Quartier der Schattenleser spazieren. Aber er wird uns doch eh verfolgen. Dena! Also, während Dena das sagt, macht wahrscheinlich irgendwer von euch diese Zellentür einfach zu. Ja. Wir schließen ihn da einfach ein in der Zelle. Ach so, das ist smart, ja. Dachte, wir fliehen jetzt flussartig. Ja. Funktioniert doch bisher ganz gut. Besser als gedacht eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Also, also damit haben die Schattenleser nicht gerechnet. Das kann ich versichern. Okay, also Enya tarnt euch als ein Trupp, der einen Gefangenen abführt. Ja. Und der Rest von euch geht mit. Ja. Und wenn also das hinter euch hört ihr an der Tür so ein lautes Schlagen. Bam, bam, bam. Kommt zurück! Wer seid ihr? Was macht ihr da? Wir hätten ihn hinter die Runenlinie schubsen sollen. Haben wir nicht, ne? Haben wir nicht. Die ist doch kaputt. Ach, die ist aus, ja. Gut, dann würde ich, ich ignoriere das. Ich fange mit Rutherford ein Gespräch darüber an, während wir hochlaufen, so wie krass ich es finde, dass wir müssen schon wieder einen Gefangenen verlegen und ich habe eigentlich gerade, also der Außeneinsatz erschien mir jetzt doch irgendwie sympathischer und ich hoffe einfach, ja. Es ist ein Wunder, aber es ist niemand in der Halle, als ihr herauskommt. Und ihr könnt ganz einfach zur großen Tür gehen und hindurchschreiten. Ja. Und aus dem Gebäude der Schattenleser hinausgehen. So nämlich. Ja gut. Und dann marschieren wir raus. Und ja, es ist wirklich aufregend momentan hier. Und dann flüchten wir wieder zu Rhea, oder? Mhm. Unsere einzigen sicheren Anlaufstelle eigentlich. Oder direkt in unser von Bock aufgebaute Burg. Oh, stimmt, wir sollten auch nochmal nach Bock gucken. Aber davon weiß halt Luisa auch nichts. Aber trauen wir Luisa? Ja. Ich bin verwirrt. Mal ja, mal nein. Dann nicht alles erzählen, aber das wir ja, Luisa das nicht. Dann lieber zu uns, weil, also... Natürlich vertrauen wir Luisa. Aber... Also, ja. Führen wir das Gespräch gerade?
Okay. Ja, spuck's euch aus, weil ich bin verwirrt, was ich denn jetzt wem erzählen darf und was nicht. Naja, die anderen versuchen auch gegen Luisa zu arbeiten. Sie arbeiten gegen den Rat. Wenn du sie verrätst, dann werden sie gefangen genommen. Aber ich habe ja nicht erzählt, dass sie gegen den Rat arbeiten. Nur, dass sie uns helfen. Nein, ja, aber das ist ich habe nur gesagt, also, dass sie uns geholfen haben und dass sie auch gegen McEwen sind. Ja! So wie wir alle. Also das Ding ist, auch wenn man Leuten vertraut, würde ich trotzdem vorsichtig sein, wem du was erzählst und würde mit versuchen, mit Informationen nicht leichtfertig umzugehen und nicht alles zu sagen, was du nicht erzählen musst. Weil ob du jemandem wirklich vertrauen kannst, siehst du erst viel später. Und also das blickt auf Enya rüber. Also sollten wir ihr nicht so sehr vertrauen, dass wir diese Person, die wir gerade gerettet haben und deren Informationen noch nicht mal wir kennen, dass wir sie erstmal in Sicherheit bringen, statt direkt zu einer nächsten potenziellen Gefahr. In dieser Angelegenheit können wir Luisa vertrauen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir ihr in allen Angelegenheiten vertrauen können. Okay, ich vertraue euch, deswegen tun wir das. Okay, ich heißt finde, das, ihr, ist, geht, ja. ihr geht zu Ria? Oder zu Bock? Was ich würde zu Bock gehen und Luisa lieber dahin holen, weil ich glaube, Ria ist jetzt nicht unbedingt das allergrößte Versteck. So. Ja, mein Gedankengang war halt, weil falls wir Luisa doch nicht vertrauen können, haben wir dann noch einen Rückzugsort, den sie nicht kennt. Ah, ja. Und die andere Gruppe kennt ja auch den Rückzugsort, wo Bock sich gerade aufhält. So. Ja. Dann also gehen wir zu Ria. Zu Ria, ja. Mhm. Okay, Rutherford, wirf mir doch bitte mal Empathie. Danke, ich wollte nur, dass das Würfelfenster bei Liza wieder... Ach so, zum Glück. Oh, wow. Uff, uff. Die einzige Eins, die ihr je würfelt. Okay, ihr geht zu Ria und kommt dort an. Luisa Craig ist nicht mehr dort, natürlich. Mhm. Ihr kommt bei Ria an, die... in ihrem Garten arbeitet gerade. Was macht ihr mit eurem Gefangenen? Eurem Befreiten? Unterhalten. Wie heißt du? Ja, da kann Dena jetzt ihre Stärken ausspielen. Ja. Hast du Eltern? Wie heißt du? Ja, wir gehen schon erstmal in die Hütte rein, ne? Sodass wir nicht so. Also auf dem Weg dahin, sobald wir irgendwie außer Hörweite sind, würde ich natürlich direkt ein Gespräch verwickeln und fragen. Ich heiße Adam. Adam? Adam, wieso wurdest du gefangen genommen, weißt du das? Von wem? Wann? Das erste Mal? Das zweite Mal von euch? Ganz am Anfang, als wir dich fanden in der Zelle. Ich weiß nicht. Ich bin dort aufgewacht. Ich bin einfach schlafen gegangen. Ich habe auf dem Feld gearbeitet, ich bin schlafen gegangen und bin dort aufgewacht. Also wurdest du entführt? Ja. Es war alles schlimm. Dieser Mann, er hat Dinge getan. Experimente? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er war ein Schwarzmagier. Was ist das? Ein Schwarzmagier. Unheilig. Ein Hexer. Ein Hexer. Ein unheiliger Hexer? Das klingt aber nicht sehr sonnig. Den erkennt nicht, was er erzählt. Seid ihr auch Hexen? Ja, habt ihr euch auch vom Licht Gottes abgewandt? Nein. Ich bin Dena, ich bin Kräuterhexe. Er zuckt vor dir zurück. Ich tu dir nichts. Welchem Zirkel gehörst du an? Oh nein, das ist ein Mensch. Zirkel? Ich arbeite auf dem Land des Herrn. Ich habe eine... Warte. Eine... Auf dem Land oben? Oben? Was heißt hier oben? Wo bin ich?
glaube, wir haben ein richtiges Problem. Du lebst in keiner Höhle hier in der Gegend. Was? Höhlen? Nein, Menschen leben nicht in Höhlen. Menschen leben in Gebäuden, in Häusern. In Höhlen leben Tiere. Aber wie bist du denn in diese Höhle gelangt? Weiß er wurde nicht. Entführt. Er ist eingeschlafen und hier wieder aufgewacht. Er ist ein Mensch. Luisa muss davon erfahren, dass der Beweis, den wir brauchten. Woher weißt du von einem Würfel? Ich habe es gesehen. Magie, schwarze, finstere Magie. Ein unheiliges Artefakt, ein Werk des Teufels. Wieso glaubst du das? Alle Magie ist des Teufels. Es gibt auch sehr gute Magie. Ich glaube, du musst jetzt noch ein Stück von dir zurück. Keine Grundsatzdiskussion mit einem Menschen anfangen. Aber das ist gerade so Deep Talk, da ist Dina voll mit drin. Wir sind... Ja, okay, und sie plaudert's aus. Wir sind gute Hexen. Wir wollen den Menschen nichts Böses. Schau mal, ich kann Blumen wachsen lassen. Blumen, die wunderschön sind. Sie würden nie jemandem was zuleide tun. Er weicht noch weiter vor dir zurück. Sicher? Ich bin voll empathisch, Mann. Er ist gerade von Hexen und Hexern gefoltert, vernachlässigt, zu illegalen Experimenten missbraucht worden, dann befreit, wieder gefangen genommen, verhört, mit Magie gefesselt. Er ist absolut sicher, dass Magie was Finsteres ist. Vielleicht sollten wir ihn erstmal reinbringen und... Ich will... Bitte, bitte... Tötet mich nicht. Ich möchte einfach nur zurück nach Hause. Ich habe eine Frau und ich habe zwei Kinder. Ja, setz dich erstmal ganz entspannt und wir kümmern uns um alles. Das klingt so bedrohlich. Nein, es wird alles gut werden. Setz dich hin, wir kümmern uns um alles. Wichtig ist jetzt, dass Rutherford nicht mehr diese riesigen Hände hat. Ja. Wir helfen dir wieder zu deiner Familie zurückzukommen, zu deiner Frau und deinen Kindern. Das hat unsere oberste Priorität. Meine jedenfalls. Na gut, also ja, offensichtlich ist er einfach auch vollkommen überfordert mit der ganzen Situation und er lässt sich von euch dazu bringen, sich hinzusetzen. Okay. Was haben denn die Schattenleser dich gefragt? Ich heiße, was ich an diesem Ort gemacht habe, welchem Zirkel ich angehöre, all diesen Unsinn, den ihr auffragt. Okay. Ria, könntest du uns einen guten Beruhigungstee bringen? Natürlich. Sie bringt euch einen Beruhigungstee. Danke. Ich schieb dem armen Typen einfach so einen Beruhigungstee hin. Das kann alles nicht wahr sein. Das muss ein finsterer Traum sein. Es ist alles so, es ist wie verschwommen und ich... Es ist ein Traum. Wir helfen dir, aufzuwachen. Ich lüge den so hart an. Das klingt bedrohlich. Nein, ich lüge den so hart an. Ich unterstütze ihn in seiner Wahnvorstellung. Ja, ein Traum, es muss ein Traum sein. Das gibt es nicht. Es ist ein Traum. Es wird alles wieder gut. Ich höre die ganze Zeit so beruhigende Worte auf ihn einsprechen. Niemand kann unsterblich sein. Unsterblich ist wahrlich niemand. Wie kommst du darauf? Was hast du geträumt? Wer ist unsterblich? Der Wunsch, der geflüsterte Wunsch. Er sagte, er will unsterblich sein. Und hier machen wir den Cut. Nee. Nein. Leck mich am Morsch. Aber wer?